Tigerentenclub. Spiel, Spaß und der spannende Wettbewerb um den goldenen Pokal. Und hier sind Amelie und Johannes. Guten Tag, Leute, Hallöchen. Willkommen im Tigerentenclub. Schön, dass ihr dabei seid. Wir bekommen heute Besuch von zwei Checkern, denen keine Abenteuer zu wild sind. Wir freuen uns auf Checker Tobi und Checker Julian. Tobi wird Teamkapitän der Tigerenten und Julian, der führt seine Frösche zum Sieg. Also vielleicht. Schauen wir mal. Was aber glasklar ist, dass einer von den beiden heute am Ende der Sendung in die Schleimdusche kommt. Das auf jeden Fall. Und das gefällt nicht nur uns, sondern auch Günther. Günther ist zu Hause im Homeoffice, er chillt ein bisschen, hat aber seine Tröte dabei. Das heißt, er wird ordentlich anfeuern. Und zwar folgende Teams. Ich freue mich auf meine Frösche. Sie sind uns live zugeschaltet vom Garnerben-Gymnasium aus Künzelsau. Hier sind für euch Nia, Alina und Rahel. Hallo. Hallo. Meine Tigerenten sind auch laut. Sie sind von dem Otto-Hahn-Gymnasium aus Ludwigsburg. Hier sind Anissa, Paul und Simon. Hallo! Hi. Hallo! Dann stelle ich euch mal mein Super-Ladies-Frösche-Team genauer vor. Wir starten mit Nia. Sie ist mega sportlich. Sie spielt Fußball, Volleyball, tanzt und turnt. Kommen wir zu Alina. Sie liebt es musikalisch. Oh, da hängt auch Alina-Poster, sehe ich gerade. Sie spielt Klavier und tanzt. Und Rahel spielt leidenschaftlich gerne Fußball und hat ein cooles Vorbild, nämlich Leroy Sané. Und ich muss euch sagen, ich habe die komplette Ablöse bezahlt, damit sie heute in meinem Team ist. Hat geklappt, ich freue mich und sie haben jede Menge Fans zu Hause. Wir sind Frösche, wir sind cool, wir sind grün und wir sind klug. Frösche, Frösche. Auf geht's, Künzelsau, wir sind super schlau. Auf geht's, Frösche. Und natürlich auch jede Menge Unterstützung bei uns im Studio. Hier ist der Teampate der Frösche. Hier ist Checker Julian. Juhu. Yay! Heute mit extra Anlauf. Ja, Julian, schön, dass du da bist. Freue mich. Hello. Und hallo Alina, Rahel und Nia. Ich freue mich, dass wir in einem Team sind. Hallo. Hi. Hallo. Lernen wir doch mal unsere Tigerenten besser kennen. Wir haben Anissa im Team und Anissa hat einen großen Wunsch. Sie will mal fliegen können. Dann haben wir Paul im Team. Paul will mal ein NFL-Spiel live sehen, aber am liebsten mit den Seahawks. Und zu guter Letzt haben wir den Simon. Der ist nicht nur großer Fan von Manuel Neuer. Nein, der will auch Fußballprofi werden. Deswegen würde ich sagen, schauen wir gleich mal in die Fankurve der Tigerenten. Hallo Anissa, hallo Paul, hallo Simon. Wir drücken euch ganz fest die Daumen. Toi, toi, toi. Yeah, los XP. Yay, wuhu. Das war schon ordentlich laut. Noch lauter wird es jetzt hier bei uns im Studio, weil der Super-Checker Tobi für die Tigerenten hier am Start ist. Yeah, Hallöchen, Amelie. Hi, Tobi. Hi, Tobi. Und hallo an Anissa, Paul und Simon. Jetzt muss ich aber als allererstes fragen, was ist mit deiner Hand passiert? Ja, ganz doof. Ich habe den Daumen irgendwie so gegen mein eigenes Knie gerammt. Also total blöde Geschichte. Und jetzt ist das hier alles gedehnt, überdehnt. Oh no. Muss ein bisschen mit Sport aufpassen. Mit Sport aufpassen ist nicht schlecht bei uns in der Sendung. Gucken wir mal. Werden wir trotzdem gewinnen? Wir gewinnen heute, auf jeden Fall. Das steht fest. Auf jeden Fall. Was ich schon immer mal von dir wissen wollte, was für eine Eigenschaft würdest du denn gerne von Julian klauen eigentlich? Von dem Julian? Deinem Checker-Julian-Kollege. Ich bin mal gespannt. wahrscheinlich seine Begeisterungsfähigkeit. Was ich bei Julian wirklich toll finde, ist, dass er einfach Dinge erlebt und so echt und toll darüber begeistert ist, dass es bei mir sofort überspringt. Ich will immer dann sofort an deiner Stelle sein. Finde ich super. Danke, das freut mich. Deswegen seid ihr beide immer so gut gelaunt, weil ihr euch immer hin und her pongt. Genau, wir pongen uns immer höher. Also jetzt wissen wir, was Tobi von dir gerne klauen möchte. Hast du auch eine Eigenschaft von Tobi, bei der du sagst, die wäre gar nicht so schlecht? Ja, also ich glaube eigentlich, dass er diese Begeisterungsfähigkeit auch ziemlich hat. Aber was ich bei Tobi richtig, richtig toll finde, ist, dass er wahnsinnig intelligent ist, aber vor allem so diese emotionale Intelligenz bei ihm riesengroß ist. Also ich glaube, das ist auch irgendwie alles bei mir so im Herzen drin, aber Tobi schafft es immer mega gut, die Sachen auf den Punkt zu bringen, gerade wenn es so um emotionale Sachen und auch um so Themen wie Integration und sowas geht, ist nicht mega stark. Okay, einigen wir uns darauf. Ihr habt euch jetzt genug Komplimente gemacht. Ja. Okay, ihr seid jetzt Gegner. Du Frosch, du Tigerente, die Jagd auf die Notbremsen kann beginnen. Wir kommen zum Team Check. Check.
Jede Notbremse zählt, denn am Ende sitzen Tobi und Julian auf der wilden Tigerente und eure Notbremsen helfen ihnen dabei, eine kurze Verschnaufspause zu machen. Die erste Notbremse wäre also was Feines. Was wir spielen ist folgendes. Wir spielen euch drei Lieder vor, die ihr beide kennt, aber in lustigen bzw. anderen Versionen. Die Kids zu Hause, die Frösche, müssen die Lieder erraten und für jedes richtig erratene Lied gibt es einen Punkt. Frösche, soweit verstanden? Und der Checker redet natürlich mit. Liebe Frösche, hier kommt euer erstes Lied. Ja, wow. Habt ihr es? Das ist der, der Sandmann, oder? Genau. Ja, heißt das, ja, sag du, wie er heißt, der Song. Hat das Sandmann von den Fröschen? Stimmt's, Julian? Ja. Ist richtig, wir hören noch mal rein, so klingt's original. Es geht nicht so weit. Oh nein. Text ist veraltet. Ja. Ich weiß, wieder aufmachen, ja. Weiter geht's. Ja, stark. Ich war kurz unsicher, dass der Song auch Der Sandmann heißt oder wie auch immer. Aber ja, war ich mir auch nicht so genau sicher. Die Frösche haben es gewusst. Punkt für uns. Und jetzt kommen wir direkt zum zweiten Lied. Zuhören. Ja. Schloss Einstein. Wir haben es, oder? Schloss Einstein. Genau. Sag's nochmal. Schloss Einstein. Der Theme-Song. Schloss Einstein. Okay, Schloss Einstein, sagen die Mädels. Kann das sein? Wir hören es mal an. Rasten wir alle aus. Alles ist relativ normal. Weiter Punkt. Jawohl. Hab ich so sehr geliebt. Das läuft, Leute. Das läuft. Das Ding ist, wir haben noch ein letztes und drittes Lied und das wäre volle Punktzahl für uns. Achtung, das dritte und letzte Lied. Klingt ja wie Heavy Metal. Ja, Hexe Lilli. Hexe Lilli. Hast du es? Sagen die Frösche? Ja. Na, gucken wir mal. Ist das Hexe Lilli? Wow. Yes. Wow. Ich hätte es nicht gewusst. Ich hätte es nicht gewusst. Stark. Mann, Kompliment an die Mädels zu Hause. Checker Julian. Das heißt, volle Punktzahl. 3 Punkte für die Frösche. Wow. Das war schon mal richtig gut. Aber ich glaube, unsere Tiger sind auch ziemlich musikalisch. Hier kommt euer erstes Lied. Und da bin ich gespannt, ob ihr es wisst. Ja. Dann sag, was glaubt ihr? Biene Maya. Biene Maya. Ich liebe den Song, glaube ich. Hören wir uns mal rein. Und diese Biene, die ich meine, nennt sich Maya. Kleine freche Schnauze, Biene Maya. Sehr, sehr gut. So, Fall. Genug gesungen? Ach ja, kann hier ich. Hier kommt der zweite Song. Komm schon. Der Rock, die Scheune rockt die Hütte zu Brand. Oh, schon der Schaf. Ah. Ach so. Was? Ja. Die Schaune. Schon das Schaf, sagt ihr. Hören wir mal rein. Ja. Oh, schon das Schaf. Oh, schon das Schaf. Mama. Super stark. Sehr gut. Voll gut. 2 Punkte haben wir. Und jetzt müssen wir ausgleichen. Dann gibt es nämlich 2 Notbremsen. Hier kommt der dritte und letzte Song. Ich glaube, ich wäre verloren. Tobi weiß es, glaube ich. Nee. Tigerenten. Super schwer. Das müsst ihr drei machen. Hört sich Disney-mäßig an. Mit Emotionen. Habt ihr es? Hat's jemand? Ich bin mir nicht ganz sicher. Trotzdem, sag's überleg einfach. Überleg mal, sag mal einfach. Es könnte die Eiskönigin sein, aber ich weiß es nicht. Ja, Eiskönigin hört sich nach Eiskönigin an. Ihr ja? sagt die Eiskönigin? Ich würde es dann auch vermuten. Dann lösen wir jetzt einfach mal auf. Machen wir es nicht so spannend.
ist Cinderella gewesen. Aber super gemacht, super gemacht. Wir haben zwei richtige. Dann würde ich mal sagen, das läuft. 2 Punkte für die Tigerenten, aber 3 für die Frösche. Die erste Notbremse geht also an die Frösche. Yes! Richtig gut. Holen wir auf. Jawohl. Holen wir alles. Hammer. High five. Dann werfen wir einen ganz genauen Blick auf das Notbremsenkonto und sehen eine Notbremse bei den Fröschen jetzt. Aber klar, im Tigerentenclub geht es nicht nur ums Gewinnen. Nein, wir spielen auch für den guten Zweck. Der Sieger bekommt 600 Euro und der Zweitplatzierte 400 Euro. Für welches Projekt spenden die Tierenten heute? Wir spenden unser Geld an das Projekt Hilfe zur Ausbildung in Burkina Faso. Burkina Faso ist ein kleines Land im Nordwesten von Afrika, eines der ärmsten Länder der ganzen Welt. Und dort unterstützt Terre des Hommes Mädchen und junge Frauen bei der Ausbildung und auch beim Berufseinstieg. Habt ihr super ausgewählt, liebe Tigerenten. Ich auch. Super Projekt. Tolles Projekt der Tigerenten, aber die Frösche haben sich auch ein schönes Projekt rausgesucht. Und Julian, hier ist deine Glückstigerente bitte, damit das klappt mit den idealerweise 600 Euro. Und verrat mir bitte, wohin geht unser Geld? Unser Geld geht an das Projekt Schule für Vertriebene in Myanmar. In Myanmar leiden die Menschen leider schon seit vielen Jahren unter starken politischen Unruhen. Und Terre des Hommes unterstützt die Flüchtlingscamps in Thailand, dabei Vorschulen und Kindergärten zu bauen. Und dort können die Kinder eben unterrichtet und betreut werden. Super. Ganz, ganz, ganz tolles Projekt. Die wollen beide unterstützt werden. Und jetzt seid ihr wieder dran. Ihr müsst jetzt richtig Gas geben, ihr beiden Checker. Wir kommen zu unserer nächsten Challenge. Überraschung ist ein echter Klassiker, Meerwasserschwamm. Und wir haben super coole Outfits für unsere Checker vorbereitet. Wir haben hier den Schwammhelm. Bitte aufziehen. Jawohl. Julian auch. Aha. Dann gibt es Flossen. Das wird lustig. Ich lege sie dir hin. Und es gibt noch einen Regenmantel. Dann sind wir komplett. Bitte alles anziehen, liebe Checker. Und dieser Schwamm auf dem Kopf, der sollte euer bester Freund sein. Denn der muss hier in dieses Wasserbecken getaucht werden. Dann wird mit den Flossen nach vorne gewatschelt. Ganz, ganz wichtig. Dann gilt es, den Schwamm hier auszudrücken an der Scheibe. Idealerweise fließt das Wasser in den Eimer. Und am Ende gewinnt das Team, das das meiste Wasser gesammelt hat. Insgesamt haben beide Checker für das Spiel 90 Sekunden Zeit. Das Coole ist aber, dass die Tigerenten und Frösche noch einen kleinen Vorteil erspielen können. Und zwar diesen Extraschwamm. Den werden wir natürlich nachher in das Wasser tunken und auch noch schnell in die Eimer bringen. Wir verraten euch gleich, worum es geht. Jetzt spielen wir. Genau, die Frage ist, welches Team kann sich diesen Bonusschwamm erspielen? Hängt ganz davon ab, wie Nia und Anissa sich jetzt anstellen. Genau, Anissa möchte ich natürlich erstmal näher kennenlernen. Liebe Anissa, du möchtest gerne fliegen. Warum? Weil man sich dann so frei fühlt und so einen guten Überblick hat. Und möchtest du dann paragliden oder meinst du schon richtig mit dem Körper zu fliegen? Eher paragliden. Richtig paragliden, das ist cool, das mache ich auch. Das musst du unbedingt ausprobieren. Nia, du bist super sportlich, du tanzt, du turnst, du spielst Fußball und Volleyball. Was ist denn aber dein Berufswunsch? Was möchtest du mal machen? Also Volleyball und Fußballerin. Oh, was wäre so deine Lieblingssportart, um Profi zu werden? Volleyball. Wenn du dann so richtig erfolgreich bist beim Volleyball, suchst du noch einen Spielerberater, der viele Leute kennt und super Verträge macht? Ja. Okay, super. Dann haben wir einen Deal. Und vielleicht noch eine Frage. Du hast ein schönes Urlaubserlebnis. Magst du mir davon erzählen? Ja, also in Spanien, da gehen wir jedes Jahr hin. Da sind wir Klippenspringen gegangen. Wow. Und Kanufahren. Oh, das heißt, du bist richtig mutig, perfekt und vor allem bist du schnell unterwegs. Muss man auch sein beim nächsten Spiel. Das Spiel nennt sich, wer es bringt, gewinnt. Ihr beide habt 45 Sekunden Zeit. Ihr müsst in eurer Wohnung Sachen suchen, die gestreift sind. Also die Gegenstände müssen irgendwas mit Streifen zu tun haben. Ihr habt dazu 45 Sekunden Zeit. Eure Zeit läuft ab jetzt. So, Anissa, ich bin gespannt, was ihr gleich findet mit Streifen. Hättest du da was zu Hause? Ich würde, glaube ich, T-Shirts hätte ich. Ich hätte Socken. Socken hätte ich auch. Irgendwie einen Marmorkuchen oder Zebrakuchen würde auch. Wir müssen es dann erst noch backen in 45 Sekunden. Würde ich schaffen, natürlich. Bettwäsche habe ich, gestreifte. Ja. Bettwäsche? Was Bettwäsche, noch ja. Ich glaube, auch so Joghurt würde auch funktionieren, ne? Joghurt ist doch nicht gestreift. Hast du gestreiften Joghurt? Schon? Ja. Das muss ich suchen. Joghurt und Kirsche? So, die Zeit läuft. 15 Sekunden Zeit. Ah. Hättet ihr was Gestreiftes daheim? T-Shirts? Ja, T-Shirts. Socken. Ganz viele Socken. Tatsächlich ein Zebrakuscheltier. Zebrakuscheltier. Wäre auch perfekt. Also so. Wir hoffen auf ganz viele Zebrakuscheltiere. 3, 2, 1. Zeit ist um. Wow. Anissa. Ist wieder da. Wow, da ist sie. Ich würde sagen, wir beginnen auch gleich mit der
Auszählung, liebe Anissa. Zeig uns doch mal, was du alles gefunden hast. Ah, jawohl. Sehr gut. Super, ein T-Shirt. Noch ein T-Shirt. Unterm Stuhl schiebt immer jemand wieder so durch. Das ist super. Drittes T-Shirt. Ja. Oder ist ein T-Shirt, Anissa, ja. Eine Hose. Vier. Fünf. Pullover. Das ist super, das macht schon mal Spaß. Der ganze Kleiderschrank ist voll. Wow, ja. Knaller. Oh Mist. Guck mal, sogar zwei Streifen, verschiedene. Anissa liebt Streifen. Anissa, du bist die Allerbeste. Ja, klar. Acht. Das war's? Finito. Acht Punkte. Super gut. Oh, das ist, das muss man erst mal schlagen. Nia, ich zähl auf dich. Zähl mir bitte die Gegenstände auf, die du in deiner Wohnung gesammelt hast. Was hast du für mich? Hier eine Bluse. So ein... Buch? Küchending. Küchending zählt? Ein T-Shirt. Ein T-Shirt haben wir drei. Sehr gut. Ein Pulli. Ein Pulli, vier. Oh, der ist aber groß. Okay. Dann noch ein Pulli. Jawohl. Fünf. Du bist die Streifen-Queen. Jetzt wird's spannend. Und noch ein Kissen. Und ein Kissen. Ah, und... Noch was? Hier noch so ein Ding. Ein Maßband. Ah, ja, das heißt, wir haben sieben. Hast du nicht zufällig noch irgendwie gestreifte Socken an oder so? Das ist zu spät jetzt. Das wär's jetzt. Ach ja, es wäre zu spät. Die Zeit ist abgelaufen. Sieben Gegenstände, also bei den Fröschen. Reicht aber nicht ganz. Wir haben acht. Eins mehr, das bedeutet, dieser Bonusschwamm wird Tobi nachher gereicht. Anissa, sehr gut gemacht. Julian, doppelt so viel Gas geben. Es geht los für die beiden Checker. In drei, zwei, eins, go! Kopf rein, so tief du kannst und schnell, schnell, schnell gegen die Wand. Richtig rein. Drück dich dagegen, alles was geht. Super. Top, 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 top. Wow, das ist Einsatz. Wir müssen es wieder anfeuern. Oh. Aufbauen! Wieder aufbauen! Wieder aufbauen! Zurück! Was hat der Tobi eben gemacht? Ich kann nicht mehr. Du bist super. Sehr gut, Julian. Komm, 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 komm. Richtig schön rein. Ich hoffe, dir geht's gut. Du musst deinen Kopf tiefer reinstecken. Super, genau so. Und aufpassen bitte bei der Wand. Zurück! Was für ein Einsatz! 50 Sekunden noch! Auf geht's, Julian! Nicht schlecht! Ich versuche mal in der Mitte zu. Das Spiel ist so lustig! Auf geht's, Julian! Komm schon! Die Tigetten feuern mich an! Julian! Super Einsatz! Go, Julian, go! Stark! Komm schon, komm schon, komm schon! Wir haben noch 30 Sekunden! Nee, das geht noch! 25 Sekunden! Sehr gut! Julian! 20! Das ist alles pitch und nass hier, was macht ihr? Ihr habt morgen sicherlich Muskelkater! 15 Sekunden! Wir haben noch 10 Sekunden! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stopp! Ich würde sagen, ich hoffe, du hast dir nicht wehgetan. Guck dir mal das an. Wir sehen es hier nochmal in der Slow-Mo. Tobi rennt gegen die Wand, schwitzt komplett um. Haben nicht den Lachkrampf ihres Lebens, aber es geht weiter. Die Flossen hatten sie nicht ganz im Griff. Aber jetzt kommt ja mein persönliches Highlight und du hast es dir mehr als verdient. Der Bonusschwamm. Den tauchen wir jetzt so tief ein, wie wir können. Und rennen da immer drüber, dass wir nichts verlieren. Und schieben ihn auch noch in den Eimer aus. Oh, ich glaube, das wird eine sehr, sehr knappe Geschichte. Knapp. Wer hat mehr Eimer? Da bin ich mir nicht so sicher. Es entscheidet die Waage. So, Johannes, Achtung. Bist du bereit? Dankeschön, Tobi. Und wir lassen los. Nein, Moment, da kommt doch, hier ist doch so ein Start drin. Ich dachte schon. Nein. Das ist eindeutig. Woo! Verdiente Notbremse. Flossencheck. Habt ihr mega gemacht. Das war unser Spiel Meerwasserschwamm. Und die beiden Jungs haben wirklich alles gegeben. Na nun, was passiert da? Die Watt kippt um. Ich kann nicht mehr. Ich würde ja sagen, die beiden Checker können eine Pause machen, aber... Ist nicht. Wir kommen direkt zum nächsten Spiel.
Nach Meerwasserschwamm geht's für die Checker direkt weiter, aber sie haben beim nächsten Spiel keine Kontrolle über ihren Körper. Denn was Tobi und Julian gleich im Studio hier anstellen, das entscheidet Alina von den Fröschen und Paul von den Tigerenten. Sie sind quasi eure Roboter. Aber bevor wir loslegen, möchten wir euch näher kennenlernen. Lieber Paul, du willst American Football Spieler werden. Erzähl mal, welche Position denn? Also, am besten wäre natürlich Right Receiver. Oder aber auch Tight End geht. Okay, und das musst du mir jetzt erklären, bitte. Was muss man da machen oder können? Also, der Right Receiver fängt den Ball. Und der Tight End kann entweder blocken oder auffangen. Wow, kannst du Football spielen? Nee, überhaupt nicht. Ich find's krass, Paul, dass du das kannst, weil das ist ein Spiel, das Millionen von Leute lieben und ich hab's noch nie verstanden. Ich hab die Regeln noch nie verstanden, ich hab keine Ahnung. Wie bist du darauf gekommen? Also, mein Vater war ein Jahr in Amerika und ja, meine Eltern gucken auch viel. Super. Mega, mach weiter so. Ich merke schon, die Tigerenten haben so einen kleinen Tom Brady im Team, aber wir können dagegenhalten mit Alina. Alina hat einen sehr lustigen Wunsch. Magst du mir den verraten? Ich will auf einem Einhorn reiten. Okay, cool. Das finde ich super lustig. Kannst du mir aber erklären, warum, wie glaubst du, würde es sich anfühlen auf so einem Einhorn? Also ich mag Einhörner und es wäre einfach cool, auf dem zu reiten dann. Liebe Grüße an die Eltern von Alina. Kauf das verdammte Einhorn, ja? Aber da hinten ist das doch, oder? Ist das nicht ein Einhorn-Luftballon oder sowas? Das kennt man da über dem Ding. Ja. Stimmt, da oben ist es. Wir wünschen euch jetzt beiden viel Spaß bei unserem Robo-Spiel. Was wir machen, ist total einfach. Ihr kennt das. Es ist ein Klassiker von jedem Geburtstag. Wir spielen Topfschlagen. Unsere Checker verbinden sich bitte jetzt die Augen. Und dann spielen sie nacheinander Topfschlagen. Und ihr müsst die richtigen Kommandos geben. Ihr sagt sowas wie warm, kalt, kälter, heiß, heißer. Und am Ende gewinnt der, der eben den Topf am schnellsten errät und findet. Aber wer anfängt, das müssen wir erst noch aus Schnick, Schnack, Schnucken, weil es steht ja 1-1. Ne? Okay, let's go. Schnick, Schnack, Schnuck. Ah, ich verliere beim Schnick, Schnack, Schnuck immer. Ich möchte jetzt diese kleine Tigerente verstecken. Bitte verdecke deine Augen. Gebe dir den Löffel in die Hand. Ja. Und wo fange ich an? Fange ich hier an? Du darfst dich jetzt auf die Knie setzen, genau. Und deine Zeit läuft ab jetzt. Paul, du hast das Kommando. Wohin? Paul! Bam, bam, bam. Bam. Heiß, 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 heiß. Heiß. Jetzt wird's wieder kälter etwas. Wohin? Das gibt's ja nicht. Wahnsinn. Paul, das hast du so gut gemacht. Wo bist du? Da, Paul. Fantastisch. Guck. Die Tigerente ist gefunden und das waren gefunden. 10 Sekunden, glaube ich, nicht mal mehr. Stark, Paul. Ah, 13 Sekunden genau. Richtig gut, Paul. So, Julian, nimm dir bitte den Löffel ab, beziehungsweise Tobi gibt den Löffel ab. So. Ah ja, Knie, so, ne? Wird mal kurz der Topf hier ein bisschen verrückt. Und Alina, jetzt hört Checker Julian auf dein Kommando. Es geht los jetzt. Wow. Bam, bam, ja! Bam, bam, bam. Da habt ihr euch doch abgesprochen. Alina hat genau ein das Wort gesagt. Sehr gut. Es waren 8 Sekunden für die Frösche. Hey, das heißt, diese Notbremse geht an die Frösche. Yes. Alina konnte, ich glaube, sie hat einmal warm gesagt. Und dann ist dieser wahnsinnige Julia nach vorne gerannt und schnappt sich den Topf. Paul hat gut Kommandos gegeben, warm, kalt, heiß, heißer. Und wir haben es auch innerhalb von 13 Sekunden geschafft. Weiter geht's mit dem Clubstar. Den Clubstar gibt's heute in einer Spezialversion. Es gibt ein Lip-Sync-Battle. Und Tobi und Julian haben sich jeweils ihren Lieblingssong ausgewählt und den werden sie stumm performen. Also, es bekommt derjenige eine Notbremse, der unsere strenge Jury überzeugen kann. Es geht natürlich um die Performance. Vielleicht auch so ein bisschen kann man das Lied nachempfinden und es muss selbstverständlich lustig sein. Wir haben den strengsten Juror Deutschlands, denjenigen, den Dieter Bohlen niemals rausschmeißen wird. Hier ist unser DJ Max. Max, guten Tag. Hallo ihr beiden. Max, Lip-Sync-Battle ist was Besonderes. Auf was kommt's denn jetzt an?
Also beim Lip-Sync-Battle nehmen wir am besten immer, ihr habt es gerade schon gesagt, unsere absoluten Lieblingssongs. Also die Songs, die wir wirklich richtig gut singen können. Und dann müssen wir uns auch gar nicht mehr drauf konzentrieren, wie lippensynchron wir jetzt sind, weil die Songs kennen wir von unter der Dusche, dann klappt das eh. Und dann können wir uns komplett auf die Performance konzentrieren. Die kann wirklich richtig ausgefallen sein. Also am besten verkleiden wir uns. Wir sind verrückt, vielleicht bauen wir irgendwelche Gegenstände ein und geben richtig Vollgas. Und dann wird das auch eine richtig gute Performance. Dann hoffe ich mal, dass unsere Checker sich genug Gegenstände eingepackt haben und lustige Songs ausgewählt haben. Wir freuen uns auf den ersten Auftritt von Julian. Sie haben sich vorbereitet mit besonderen Outfits und Julian hat sich ein tolles Lied ausgesucht. Hier ist für euch Checker Julian mit Teddys Deutschland ist stabil. Aber sag mal so, sag mal ein bisschen Gospel in dein Herz reintun. Mach mal dein Herz auf, Junge. Lass mal ein bisschen der Sonne rein in dein Herz. Oder nicht? Drop den Beat, Junge. Ey! Deutschland ist stabil, Junge. Ey! Deutschland ist stabil, Junge. Ey! Deutschland ist stabil, Junge. Wir machen Party bis morgen früh, Junge. Morgen früh, Junge. Pandemie hin. Pandemie her, Leben bissle leicht, yep. Leben bissle schwer. Ich hab bissle Schiss, keine Frage. Aber eine Sache kann ich dir sagen. Aus dem Pandemie mach ich ein Panini, bissle Zucchini und ein Aubergini. So. Dann esse ich das auf wie ein Leopard, dann zelebrieren wir alle auf einen anderen Art. Ey, Deutschland ist stabil, Junge. Ey, Deutschland ist stabil, Junge. Ey, ich hab die Taschen voll mit Grünzeug, auch Halloumi für alle, für jeden Mann, Frau und der Rest der Menschenmenge. Deutschland ist stabil, Junge. Ey, Deutschland ist stabil, Junge. Ey, und eins kann ich dir sagen, wir sind zusammen in dem Boot, in den Schiffen, Ball, auf den Inseln, so klein. Deutschland ist stabil und Checker Julian ist stabil. Zucchini ist stabil. Ja. Julian, ich fand's super, aber Lip-Sync Battle, wie war's für dich? Das war ein Celebration, Mann. Und dem gibt's nichts hinzuzufügen. Gucken wir uns die Tigerenten an. Da haben wir einen Einigkeit gefunden. Finde ich gut. Was für ein Megasong, was für eine super Performance. Jetzt bin ich echt gespannt, ob Tobi da nachlegen kann. Er hat sich ein Lied von Deine Freunde ausgewählt und zwar Du bist aber groß geworden. Ich wach auf, ganz normal, topfit und ohne Sorgen. Mein Spiegelbild begrüßt mich, du bist aber groß geworden. Ich denk mir nix, ich fühl mich frisch, setz mich ganz fix zum Frühstückstisch. Doch hör statt guten Morgen, du bist aber groß geworden. Ich lauf zum königlichen Haus, will mir die Krone borgen. Der König streichelt sich durch den Bart und sagt, du bist aber groß geworden. Kann ja sein, dass ich über Nacht gewachsen bin. Zumindest sagen mir das immer die Erwachsenen. Ganz egal wo, es wiederholt sich. Also tu mir den Gefallen und sag bitte bloß nicht. Du bist aber, du bist aber. Du bist aber groß. Du bist aber groß geworden. Aber groß geworden. Wow, was für eine Performance. Yeah. Du bist richtig groß auf unserer schon großen Bühne geworden, Tobi. Ja? Spürst du den Song? Lebst du den? Also erstens mal, der Titel ist fantastisch. Ich bin ja nicht der Allergrößte auf der Welt, deshalb dachte ich, toller Titel. Und ich finde, deine Freunde machen so, so coole Musik für Kinder, deshalb habe ich das ausgewählt. Also der Spiegel war mein Highlight und die Bürste auf jeden Fall. Ja, ne? Hier, den da habe ich mit der Hand was so Pantomime ein bisschen noch eingebaut. Sehr gut. Ich hoffe, der DJ Max wird es auch im Hinterkopf behalten. Ja, Tobi, großes Kompliment. Also die Bürste in die Performance mit einzubinden als Mikrofon, das sah sehr gut aus. Ich hoffe wirklich, da waren keine Resthaare dran oder so. Oh. Die Latzhose steht dir auch echt ausgezeichnet. Und man könnte wirklich meinen, du gehörst zu deine Freunde mit dazu, zu dem Trio. Mein Auftritt war wirklich, wirklich schön. Und bei den Fröschen, lieber Julian, also ich glaube wirklich, ohne Blöd, bei dir ist ein Gangster-Rapper verloren gegangen. Also allein dein Auftritt, wie du so runtergelaufen bist auf die Bühne, das hatte echt was richtig, richtig, richtig Cooles. Das war Feeling, Mann. Wie schmeckt eigentlich eine rohe Zucchini? Ich habe noch nie eine rohe Zucchini gegessen und ich hoffe, sie war sehr bekömmlich. Sie hat jedenfalls super gepasst, deswegen der Punkt geht auf jeden Fall an die Frösche. Yes! Oh, das bedeutet, diese Notbremse geht an diesen Mann hier, an die Frösche. Ja!
Juhu! Yeah. Leute, wir haben eine Notbremse. Hammer! Yeah. Bedeutet Notbremse, eine Notbremse für die Tigerenten, drei Notbremsen für die Frösche. Und das war der Auftritt von Checker Julian aka Teddy mit Deutschland ist stabil. Mega Performance. Ziemlich gut gerockt, würde ich sagen, beide. Weiter geht's mit dem Wissquiz und jetzt sind vor allem die Frösche und Tigerenten gefragt. Es geht um die kleinen grauen Zellen. Wir fragen euer Wissen ab. Ich kann euch aber jetzt schon sagen, es gibt für jedes Team einen Paten-Joker. Eine Frage darf jedes Team an Checker Tobi und Checker Julian weitergeben. Was die Checker aber sagen, das ist Gesetz. Und auch heute haben wir für euch besondere Kategorien vorbereitet. Genau, wir haben Winter, Fun, Sport, Hunde, Essen, Beruf und Energie. Gefallen mir die Kategorien. Liebe Tigerenten, wir liegen momentan zurück. Das heißt, wir dürfen anfangen. Das ist gar nicht so schlecht. Und wir wollen nicht lange reden. Tobi wird euch eine Kategorie erbuzzern. Los geht's. Und bitte. Eins, zwei, zack. Es ist Fun-Sport geworden. Da bin ich gespannt, was da jetzt kommt. Die Skatehalle in Trier bietet viel Platz zum Trainieren. An diesem Tag sind alle mit Scootern unterwegs. Roller für solche akrobatischen Figuren müssen besonders stabil sein. Deshalb sind sie nicht zusammenklappbar und die Lenker können in der Höhe nicht verstellt werden. Die Felgen der Laufräder sind oft aus Titan, damit sie die Sprünge aushalten. Und da kommt die Frage: Wie nennt man die Roller, die sich für Scootertricks eignen? Gar nicht schlecht, oder? Boah, das ist beeindruckend. Eure Frage lautet: Wie nennt man die Roller, die sich für Scooter-Tricks eignen? Ist es A, der Rollercoaster, B, Stunt-Scooter oder C, Wirbelscooter? Wisst ihr es? Also ich denke eher der Stunt-Scooter. Ja, ich auch. Ich kenne mich mit sowas nicht aus. Das heißt, Anissa vertraut den Jungs und wir loggen ein Stunt-Scooter? Ja. Dann loggen wir ein B-Stunt-Scooter und das ist richtig! Yay. Der erste Punkt geht an uns. A, der Rollercoaster ist natürlich eine Achterbahn. Dann geht's weiter mit den Fröschen. Mädels, die Rubriken habt ihr ja gesehen. Also Winter, Hunde, Essen, Beruf und Energie. Habt ihr einen Wunsch für Checker Julian? Ich erbuzzer's euch gerne. Ich bin bloß bei den Joker nicht so gut, aber Buzzer kriege ich hin. Rahel, hast du einen Wunsch? Vielleicht Essen. Essen, ja? Ja, top. Passt uns beiden auch gut. Und leg los. Ich schmeiß mal wieder meine Buzzer-Maschine an. Okay. Ja, es ist nicht Essen geworden, schade. Aber es geht um Berufe. Und hier kommt euer Fragenfilm. Das Freiburger Münster, die größte Kirche der Stadt, ist aus einem weichen Sandstein gebaut. Viele Verzierungen sind durch Wetter- und Umweltverschmutzung kaputt gegangen. Um die Erneuerung solcher Teile kümmert sich ein Team von Spezialisten. Sie haben einen harten Sandstein ausgesucht, der mehr aushält als das alte Material. Mit modernen Werkzeugen arbeitet die Handwerkerin Blätter und Blumen aus dem Stein heraus. Und jetzt zur Frage. Welchen Namen hat dieser Handwerksberuf, der eine lange Tradition hat? Die Frage geht an euch. Wie heißt der Beruf, den die Handwerkerin ausübt? Ist das A, Zimmerer, B, Böttcher oder doch vielleicht C, Steinmetz? Was denkt ihr? Keine Ahnung. Ich würde so zu Steinmetz vielleicht. Ja. Ja. Denk an. Also, was nehmen wir, Mädels? Steinmetz. Dann loggen wir C ein, Steinmetz. Ich habe ein gutes Gefühl. Ja, gutes Gefühl. Sehr gutes Gefühl. Also, es sind alles Berufe mit langer Tradition. Der Zimmerer, der hat mit Holz zu tun. Der Böttcher stellt Fässer her und Steinmetz ist richtig. Yes. Super. Habt ihr meinen Steine-Check gesehen? Yes. Habe ich einen Steinmetz besucht. Sehr gut. Den schauen Sie sich sicherlich noch an. Jetzt kommen wir wieder zu Anissa, Paul und Simon. So. Und Tobi buzzert eine super tolle Kategorie, glaube ich. Mach ich. Bereit? Es geht los. Alles klar. Zack. Essen. Essen. Sehr, sehr spannend. Es geht nämlich um Bienen. Nur gut vermummt machen Emanuel und sein Vater Wellas sich an die Arbeit. Sie züchten Bienen. Mit Rauch schützen die beiden sich gegen Stiche.
Denn die Bienen lassen sich den Honig nicht gern wegnehmen. Das ist in Afrika auch nicht anders als bei uns. Die Bienen von Bellas und Emanuel liefern etwa 1000 Kilo Honig im Jahr. 400 Bienenvölker betreuen die beiden. Manche wohnen sogar in den Bäumen. Und jetzt kommt die Frage: Wie nennt man bei uns die Behausung, die ein Imker für die Bienen bereitstellt? Sehr, sehr spannend. Wie nennt man die Behausung, die ein Imker für die Bienen bereitstellt? Ist es A, der Kobel, B, die Beute oder C, die Höhle? Was sagt ihr? Also ich weiß es nicht. Also bei uns in Deutschland gibt es ja so Kasten. Ja. Also denke ich, Höhle ist nicht... Ja. Genau, wo sie es dann so rausziehen. Ihr habt aber immer noch den Patenjoker offen, falls ihr euch nicht einig seid. Aber überlegt noch mal. Ja. Simon, was sagst du eher, Kobel oder Beute? Ich würde eher Kobel sagen. Ich auch. Okay, dann machen wir das, ja. Das heißt, wir locken den Kobel ein, A. Ja. Eichhörnchen bauen sich ein Kobel. Es ist tatsächlich die Beute. Ach, krass. Ich hätte es auch nicht gewusst. Ich denke immer die ganze Zeit, es ist doch ein Bienenstock. Ich kenne es als Bienenstock. Ich hätte es auch nicht gewusst. Nächste Chance für die Frösche, Punkte zu machen. Der Zufallsgenerator läuft ab jetzt. Der magische Zeigefinger und er holt uns das Thema Hunde. Ja gut, es geht um Tiere. Hier ist die Frage, die sich um Hunde dreht. Bei diesem Sport hat ein Gespann 6 Beine. Mensch und Hund sind mit einer Leine verbunden. Das ist mehr als Joggen mit dem Hund. Es geht über Stock und Stein und öfter mal durchs Wasser. Canicross heißt der Spaß. Canis ist ein Wort für Hund. Und da kommt die Frage, in welcher Sprache ist Canis das Wort für Hund? Hui, in welcher Sprache ist Canis das Wort für Hund? Das ist eure Frage und das sind die Auswahlmöglichkeiten. Also Griechisch, B, Russisch oder C, Latein? C, oder? Ich weiß es nicht. Habt ihr schon? Auch nicht. Kennt mir auch ab. Kann einer von euch eine der Sprachen? Zufälligerweise? Habt ihr Latein in der Schule oder was sind eure Sprachen? Englisch, Französisch? Also, wir nehmen alle Französisch. Très bien. Ja. Sollen wir Latein nehmen? Ja. Ja, okay. Okay. Ja. Dann loggen wir ein C, Latein. Ach, das wäre ja ein wichtiger Punkt für uns. Weißt du's? Ich habe ein kleines Latinum gemacht in der Schule. Dann kann euch Checker Julian sagen, dass diese Frage richtig ist. Sehr gut! Yes. Perfekt! Hey, ihr seid der Hammer! Ja. So, liebe Tierenten, jetzt müssen wir wieder unsere kleinen grauen Zellen auspacken. Wir können immer noch aufholen. Ich hoffe, dass Tobi euch eine gute Kategorie erbuzzert. Bitte drücke jetzt. Winter. Der Winter. Das ist ein wunderschönes Thema. Ein Thema. Es geht in die Berge. Wer es zu langweilig findet, einen Abhang auf Skiern bloß herunterzufahren, der kann es ja mal mit Funslopes versuchen. Jede Menge Hindernisse, die auf der Piste überwunden werden müssen. Für Anfänger und Könner ein großer Spaß. Fun eben. Aber was bedeutet eigentlich das Wort Slope? Was bedeutet das Wort Slope? Ist es A, die Schlaufe, B, die Piste oder C, das Hindernis? Wer von euch fährt Ski oder Snowboard? Hände hoch. Also, ich fahr Ski. Okay. Ich fahr auch ein bisschen Ski. Na, siehst du. Ein ganz bisschen, ja. Alle schon mal Skifahren gewesen? Sehr, sehr cool. Dann könnt ihr es euch herleiten wahrscheinlich. Also ich fahr auch schon mal auf so eine Fun Slope. Ja, ich auch. Ist lustig, gell, wenn dann die ganze Musik da ist und man da durchrasen kann. Was würdet ihr sagen? Also ich denke, Slope ist auf jeden Fall Englisch. Mhm. Ja, ja. Ich finde, es hört sich eher nach Schlaufe an. Mhm.
Anissa sagt nein. Wieso nicht? Also ich finde, ich weiß nicht, also Spaßschleife, weiß ich jetzt nicht. Vielleicht Piste? Ich weiß es nicht. Oder sollen wir den Joker nehmen? Eine gute Möglichkeit. Tobi ist bereit. Wollt ihr ihn ziehen? Das ist die letzte Frage. Also wir können ja nichts verlieren. Ja. Ja. Wir haben den Joker gezogen. Das heißt, Tobi, wie leitest du es dir her? Also gut, ich muss dazu sagen, ich bin noch nie Ski gefahren. Ne? Was? Ich bin überhaupt kein Wintersportler. Ich habe mal den Snowboard-Check gedreht. Das war das einzige Mal, dass ich auf so einer Piste war. Deshalb weiß ich nicht, ob der Joker so eine gute Idee war. Ich würde auch Piste sagen und schließe mich euch einfach an. Ich glaube, Slope ist das englische Wort für Piste, ohne es zu wissen. Wir müssen unbedingt Tobi mal auf den Berg ziehen, würde ich sagen. Wir loggen trotzdem in B-Piste ein. Und das ist ein guter Start in eine lange Bergliebe. Es ist nämlich richtig. Gott sei Dank. Yay! Hey, Punkt! Jetzt wird's 2-2 steht's jetzt. Das heißt, entweder bekommen beide Teams eine Notbremse oder wir beantworten die nächste Frage richtig und dann geht die Notbremse nur an uns Frösche. Es gibt keine Kategorien mehr, es bleibt nur noch eine übrig. Das Oberthema ist Energie. Wir schauen uns nämlich mal die Windräder, diese riesigen Windräder aus der Nähe an. Hier wird Strom aus einer unerschöpflichen Energie gemacht, dem Wind. Er treibt die mächtigen Rotorblätter an, die je nach Windrichtung gedreht werden können. Wenn die Rotorblätter zur Inspektion abmontiert sind, kann man sehen, wie groß sie sind. Es gibt welche, die sind mehr als 100 Meter lang. An den meisten Windkraftanlagen drehen sich drei solcher Blätter oder Flügel. Und jetzt zur Frage: Wie nennt man das Bauteil im Zentrum der drehenden Rotorblätter? Wie nennt man das Bauteil im Zentrum der drehenden Rotorblätter? A. Nennt man das Narbe? Nennt man das B. Nase? Oder C. Narbe? Wisst ihr was? Irgendwelche Spezialisten unter euch? Oh, ihr könnt, macht euch Gedanken, redet miteinander und entscheidet euch. Ich denke C. Yeah. Oder A. Was denkst du? Ich glaube, vielleicht, weil Nase, ich weiß nicht, ob die so einem Gerät so einen Namen geben. Ja, ich denke eher A oder C. Narbe oder ohne R, Narbe? Wir haben auch die Möglichkeit, den Joker zu ziehen. Ja, zusammen mit Joker. Ja. Okay. Die Mädels sagen, sie vertrauen Checker Julian und er hat so viel gecheckt. Also wenn da keine Windräder dabei waren, weiß ich auch nicht. Jetzt bin ich gespannt. Oh, der Tobi, der lacht schon kaputt. Hat er den Check gemacht? Weil er gesehen hat, wie ich leide, dass ich das jetzt übernehmen muss. Ich stand tatsächlich schon mal auf so einem Windrad drauf. Weißt du's? Kann ich jetzt natürlich nicht sagen. Oh. Pokerface. Oh. Komm, Julian. Okay, also ich finde, ihr habt ja bis jetzt, seid ihr zu Narbe tendiert, ne? Zu C. Zu C, genau. Ich finde, das ist schlüssig, weil Nase vom Flugzeug kann man ja so sagen, so umgangssprachlich. Aber in der Technik würde man es wahrscheinlich nicht unbedingt Nase nennen. Narbe könnte ja auch eine Narbe sein, die man so bekommen hat. Aber irgendwie hat es auch Klick gemacht, als ich vorhin A gehört habe. Also wir kriegen sowieso eine Notbremse, ja? Ja. Die Frage ist, teilen wir die Notbremse mit den anderen? Niemals. Lass mal teilen. Lass mal ruhig. Und er hat sich ja auch schon so gefreut. Vielleicht, weil unsere Mädels gesagt haben, Narbe, und er dachte, vielleicht ändere ich das nochmal. Oder so. Ich vertraue euch. Ich finde, ihr habt bis jetzt alles so gut gemacht, ich sag auch Narbe. Also. Die Narbe. Checker Julian sagt C, Narbe. Das locken wir ein. Frei uns von dieser Aufregung. Und diese Antwort ist richtig, Leute! Ja! Der dritte Punkt, Notbremse für die Frösche. Yeah! Mega. Mädels, super gut. Hammer. Mann. So souverän, oder? Team. Hättest du das gewusst, Tobi? Nö, hab ich vergessen. Tobi hätte es auch nicht gewusst. Wenn ich es mal wusste, dann hab ich es vergessen. Jetzt seid ihr zu Hause dran. Ihr könnt nämlich auch mitraten. Günther ist im Homeoffice und hat einen Beruf pantomimisch dargestellt. Und den müsst ihr raten. Wenn ihr zu
zu Hause wisst, welchen Beruf euch Günther vorgemacht habt, einfach mitspielen. Tigerentenclub.de. Mit ein bisschen Glück bekommt ihr von Amelie und mir eine schöne Tigerente nach Hause. Es steht momentan eine Notbremse für die Tigerenten und 4 für die Frösche. Das können wir noch aufholen und wir reiten dann zum Schluss einfach ziemlich gut. Jetzt wollen wir aber erstmal unsere Checker richtig kennenlernen und machen den Checker-Check. Checker Tobi und Checker Julian haben jeweils ein Schild mit den Worten Ja und Nein. Wir beschreiben euch beide Situationen und fragen euch, habt ihr das schon mal gemacht? Ist euch das schon mal passiert? Okay. Genau, es geht los. Hast du schon mal so heftig gelacht, dass du gepupst hast? Zweimal ja. Ja, also ich glaube, wenn man richtig lacht, dann entspannen sich alle Muskeln. Ich muss ein bisschen zugeben, dass ich sowieso manchmal pupsen muss. Bitte? Was? Es kommt vor, ich bin so eine untenrum Person, deshalb ja. Ist dir das peinlich oder findest du es normal? Nö, ich finde es ganz normal. Ich glaube, es ist auch gesund, wenn man das alles da drin lassen würde, das würde nicht gut tun. Was ist denn eine untenrum Person? Ich finde, es gibt Leute, die rülpsen mehr und es gibt Leute, die pupsen mehr. Ah. Ich bin halt eine Pupser. Okay. Okay, da muss ich auch mal was zu fragen, ganz kurz. Ja. Kannst du auf Kommando rülpsen? Nein. Okay, ich wollte es jetzt nicht herausfordern, nein, aber ich kann es nicht. Julian kann's. Okay. Rülpsen, rülpsen. Ich könnte es, wow. Ich kann es auf gar keinen Fall. Lange okay, geübt. Wir machen weiter, Leute. Also, liebe Checker, stimmt folgende Aussage. Ich habe mir einen Tag lang die Zähne nicht geputzt. Auf jeden Fall. Wann ist das passiert, Julian? Ja komm, das passiert doch öfters mal, wenn man irgendwie bei einem Kumpel übernachtet oder so und dann keine Zahnbürste dabei hat. Klar, auf jeden Fall. Ich hasse das. Also ich liebe Zähneputzen und all meine Freunde und meine Familie lachen mich aus, weil ich wirklich viel zu lange Zähne putze. Und ohne Zähneputzen schlafen zu gehen, finde ich schrecklich. Es ist total widerlich, aber es ist passiert. Ich bin auch so einer, der dann ab und zu mal die Zahnbürste vergisst, wenn man in ein Hotel geht oder so. Ja. Dann gehe ich mir eine kaufen, weil ja, kann ich nicht schlafen. Lass uns weitermachen. Ja, es geht weiter. So, ich habe noch... Nee, du. Hast du schon mal in einem unpassenden Moment gelacht? Jetzt bin ich gespannt. Was war der unpassende Moment? Boah, da müsste ich jetzt drüber nachdenken, aber ich finde, manchmal ist es doch so, dass wenn man was erzählt oder wenn man irgendwie was ganz Ernstes passiert gerade, dann weiß man nicht, wie man reagieren soll und dann kommt so ein Lacher raus, der überhaupt nicht passt. Mhm. Ist mir bestimmt auch schon in der Sendung irgendwann mal passiert. Ich müsste jetzt über ein Beispiel nachdenken, aber leider glaube ich nicht nur einmal. Wir machen weiter. Ich habe beim Selfie ein Duckface gemacht. Was ist denn Duckface? Der da. Mmh, oh. Vielleicht einmal zum Spaß. Okay, dann kommen wir zur letzten Frage. Hast du schon mal davon geträumt, Superkräfte zu besitzen? Nee. Nein? Nee. Aber hallo. Welche? Mehrere. Ich habe nämlich den Superhelden-Check gemacht und ich habe Träume davon, dass meine Haare zu so Tentakeln werden, die dann Schokolade wegschnappen können. Ich würde mega gern mit Tieren reden können und außerdem fliegen ist ja klar und beamen. Superheldenkräfte, ja, ich bin einfach sowieso ein mega Superheldenkräfte-Fan. Ich habe noch einen. Ich will alles können. Ich habe mal einem Mädchen geschrieben, in das ich verliebt war, habe die Nachricht aber wieder gelöscht, weil ich mich geschämt habe. Wenn schon, denn schon. Oh, du hast auch abgeschickt. Ja, klar. Und pass auf, Achtung, noch einen. Ich habe mal meinen eigenen Namen gegoogelt. Jeden Morgen nach dem Aufstehen. Das war unser Checker-Check, Leute. Vielen Dank für die ehrlichen Antworten. Sehr gerne. Ich gehe dann, ne? Das war super Lust. Also Superkräfte könnt ihr nämlich jetzt gebrauchen, also eigentlich ich. Oh, stimmt. Oh ja. Wir werden es nämlich jetzt so machen, wir kommen zum großen Klettergarten-Duell. Und dafür müssen sich Amelie und Julian umziehen. Wir kommen zum großen Teamduell. Eigentlich hättest du ja im Klettergarten sein richtig, sollen. Richtig, ja? Aber meine Hand geht nicht so gut. Und jetzt wird hier ein Traum wahr. Ne? Jetzt stehe ich plötzlich als Moderator neben dir im Tiger. Wir beide sind mal ein Team. Moderationsteam, finde ich hervorragend. Richtig gut. Jetzt schauen wir aber erstmal zu Amelie, die in unserem Klettergarten ist und mal die Route erklärt. Was erwartet dich und Julian da? Ich habe Tobi so lieb gewonnen, dass ich jetzt für ihn hier in diesem gefährlichen Klettergarten stehe. Wir sind 6 Meter über dem Boden und Julian und ich werden jetzt Katz und Maus spielen. Es ist super anspruchsvoll. Ich glaube, hier brauchen wir mehr die Arme in diesem Riesennetz. Dann haben wir da diese Tauchvogelnester, wie auch immer man sie nennen will. Da muss man auch ganz schön geschickt sein. Und mein Liebling ist der Tarzansprung. Ja? Also seid gespannt und hol uns einen Vorsprung raus, lieber Tobi. Sehr gut. Unbedingt. Bitte, bitte, bitte.
Wann Julian und Amelie im Klettergarten aber starten, das entscheiden eigentlich Tobi, wir beide. Mhm. Wir liefern uns nämlich ein Duell über unsere Rennstrecke mit den Karts. Und wer von uns beiden 3 Sekunden früher starten darf, das entscheiden Rael von den Fröschen und Simon von den Tigeretten. Und euch beide wollen wir kennenlernen. Ich fange mal mit Rael an, okay? Bitte. Also, Rael, du möchtest unbedingt mal nach Island reisen. Warum? Also wegen den Pferden und auch die schönen Landschaften. Und du hast mir verraten, dein großes Vorbild ist Leroy Sané. Was findest du an ihm so gut? Also er spielt halt gut Fußball und ja. Und du bist auch großer Fußballfan und deswegen magst du ihn. Danke für die Infos. Wie sieht es bei den Tigerten aus? Simon, du hast gesagt, dass du Manuel Neuer richtig cool findest, ne? Warum den? Ja, weil da, wo ich schon kleiner war, wollte ich auch immer so werden wie er, weil er früher auch der beste Torhüter der Welt war und ich finde, er ist immer noch einer der Besten. Und spielst du selbst auch Fußball? Bist du Torwart? Ja, ich war Torwart dann und jetzt bin ich Verteidiger. Okay, Verteidigung, das habe ich auch gespielt. Super Position. Ja, ich habe auch Verteidigung gespielt, weil ich zu langsam war für was anderes. Muss ich auch ganz ehrlich bisschen sein. Bisschen so ist es, ja. Also, Manuel Neuer, Leroy Sané, 2 absolute Vollprofis. Und jetzt ist eure Professionalität gefragt. Wir spielen Stadt, Land, Fluss. Rahel spielt gegen Simon. Der Tobi wird gleich hier aus diesem Zaubereimer Buchstaben ziehen. Ich sage euch die Kategorie. Dann, wenn ihr das gehört habt, schreibt ihr das Wort ganz schnell auf. Und das Team, das zuerst ein Wort mit dem entsprechenden Anfangsbuchstaben hochhält, bekommt den Punkt. Also, Tobi, zieh bitte den Buchstaben. Alle bereit? Und die Kategorie heißt einen Film mit dem Buchstaben Z. Boah, Film mit Z. Das ist nicht so leicht. Film mit Z. Was für Worte gibt es mit Z? Ich glaube, ich wüsste einen. Mir fällt auch einer ein. Mir fällt einer ein. Ein Zeichentrickfilm. Ja, genau. Okay. Ein animierter Film. Wir haben es, jawohl! Genau den. Hattest du ihn im Kopf? Ich hatte auch Zoomania im Kopf. Zoomania hatte ich auch im Kopf. Ja. Okay, erster Punkt für die Frösche. Aber Simon, kein Problem, das kannst du easy noch aufholen. 2 Runden haben wir noch. Tobi zieht den nächsten Buchstaben. Und jetzt geht es darum, nennt Tobi und mir ein Instrument. Mit dem Buchstaben H. Los geht's, ein Instrument mit H. Simon schreibt schon, Simon hält rein. Oh, das ist richtig. Oh, das war schnell. Super schnell. Da habe ich noch überlegt, da hatte er schon. Ja, richtig gut, Simon. Das bedeutet 1-1. Jetzt wird's spannend. Jetzt wird's spannend, letzte Kategorie. Okay, Tobi, wühl ein bisschen, ich suche mir eine Kategorie aus. Okay. Okay, ich würde sagen, nennt uns einen Star oder Prominenten mit dem Buchstaben P. Oh, ich wüsste jemanden. Ein Star mit P. Simon schreibt. Rahel. Und er hat Pelé, oh. Den Fußballspieler Pelé. Oh. Wow, Simon, du bist so schnell. Oh, Simon war richtig schnell. Wow, also Respekt. Das bedeutet 2-1 für die Tigerenten. Tobi, du hast den Vorsprung. 3 Sekunden Vorsprung beim Kartfahren. Simon, richtig gut gemacht. So, wir ziehen natürlich einen Helm auf, ist klar. Ja. Tobi, wir geben Gas, okay? Ja, du hast halt Übung, ne? Ich habe es noch nie gemacht. Uns nix. Ein Tipp für mich, nimm den Gang hinten, dann ist es leichter. Alles klar. Okay, bist du soweit? Ich höre auf das Signal und dann rase ich einfach los, ne? Genau, und ich muss warten. Alles klar. Okay, dann geht es los in 3, 2, 1, go! Oh, Tobi ist so schnell! Wow! Jetzt kommt er aber! Eieiei! Ich krieg dich! Nix! Nix! Drängst dich aus! Drängst dich aus! Ich schnapp dich! Nein! Bleib still! Kannst du dir diesen Vorsprung einholen? Nein! Ein Crash noch! Eng um die Kurve! Eng um die Kurve! Amelie, go! Schnell! Los! Auf geht's, Julian! Amelie, richtig stark, richtig stark! Los! Auf geht's! Los, Julian! Wow, sehr souverän! Schaffst du noch, Amelie, schaffst du noch! Los, Julian! Los, Julian! Amelie, komm schon! Das geht jetzt ruckzuck! Go, 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 go! Go, go! Ja, ja, ja! Ja, das schaffst du! Er hängt, er hängt, er hängt! Julian, er hängt! Komm! Jawohl!
Das war so cool. Oh mein Gott. Julian! Teamduell! Und die Notbremse geht an die Frösche! Boah, das knapp, ey! Es war richtig knapp. Mann, oh Mann. Wow. Aber wir haben das super gemacht, aber hey Tobi, wir bei dem Kartrennen. Das war auch so war Nase gerade. An Nase, ne? Und wie du mich eingeholt hast, die 3 Sekunden haben wir. Ja, aber du bist super gefahren. Guck mal, wir sehen jetzt hier nochmal. Du hast mich einfach immer schön von links nach rechts. Ich habe ein bisschen Angst vor dem Tobi bekommen. In deinem Klettergarten, da sehen wir nochmal, Julian hängt fest. Kommt nicht weiter, aber Amelie kommt auch nicht mehr ran. Nee, aber sie hat es super gemacht. Auf jeden Fall. Also ich habe vom Zugucken mitgeschwitzt, muss ich sagen. Und, wir beide klappt doch gut, oder? Voll, ja. Hervorragend. Dann bleiben wir noch ein bisschen hier stehen, ruhen uns aus und gleich geht's weiter mit dem großen Finale. Checker Julian sitzt auf der wilden Tigerente und Amelie sitzt für die Tigeretten auf der Tigerente, weil, Tobi, du bist verletzt. Das Richtig. Machen wir nicht. Danke, Amelie. So, also nochmal die Regeln für euch zu Hause und natürlich für euch Reiter. Bitte auf gar keinen Fall mit beiden Händen festhalten. Und die Teams, sie haben ja die Notbremsen und ihr müsst quasi zu Hause Tobi mir Zeichen geben, wann wir die Notbremse einsetzen. Leute, dann geht's auch direkt los. Eine Notbremse bei den Tigerenten, 5 bei den Fröschen. Hier kommt euer Kommando in 3, 2, 1, go! Auf geht's, Julian! So, ganz genau zugucken, ganz genau zugucken. Amelie, du machst das super. Schön stabil bleiben, schön stabil bleiben. Stopp! Oh, die Mädels warten. Stopp! Okay, okay. Ein Notfall ist raus bei den Froschen. Ich hab gesetzt, ich hab gerufen, ich hab Stopp gemacht. Das war unser Wir haben noch 4 Leute. Jetzt muss ich richtig durchhalten. Amelie, du machst das super. Schön nach hinten lehnen auch. Wir haben noch 3 Leute. Lehn dich nach hinten, Leute. Die Mädels sind super chillig. Du schaffst das, halt dich gut fest. Nach hinten lehnen nach. Jawohl! Nein, nein, nein. Mädels, ihr habt's geschafft. Yeah. Was ein super Team! Alles Rael, Alina! Machen wir den Kleinen zu Hause! Checker, mega Ritt! Wow! Ey, Mädels, ihr seid die Besten! Die haben mich so gut gerettet, immer wenn es brenzlig wurde! Alles ging, es sah sehr gut aus! Ey! Liebe Tigerenten, ihr bekommt trotzdem den Silberpokal! Woo, den kriegt ihr nach Hause geschickt! Für die Tigerenten. Lieber Julian, liebe Frösche zu Hause, wir schicken euch einen ganz besonderen Pokal, denn die Frösche bekommen heute den Goldpokal! Yeah! Meine Mädels! Super Mädels! Super! Alina! Hammer! Mega, ihr seid die Besten! Habt ihr super gemacht! Jetzt fühle ich mich fast ein bisschen schlecht, ja, weil ich so versagt habe auf dieser Tigerente, weil das bedeutet, dass der liebe Tobi jetzt von uns gemeinsam. Tobi, unter die Schleimdusche. Unter die Schleimdusche. Wir nehmen euch mal mit nach hinten. Na gut, na gut, na gut. So, ich nehme mal meine Frösche mit dir. Zack. Mia, Alina. Alles aus deinen Taschen raus. Geh jetzt hier rein. Und die Tigerenten will ich ganz laut gleich hören. Die Frösche. Das hat mir so Spaß gemacht mit dir, Tobi. Wir zählen nämlich alle gemeinsam rückwärts. Es geht los! In 3, 2, 1, schnell los! Wow. Der Verband ist orange! Oh, du er steht Armer. Hier sehr gut! Ach, Tobi, du siehst wunderschön aus! Ja, komm mal her! Was für ein Einsatz von Tobi, ja? Leute! Des Daumens! Wahnsinn. Danke an die Tigerhätten, danke an die Frosche zu Hause fürs Mitspielen, danke an euch zu Hause! Danke an die Checker! Bis zum nächsten Mal, macht's gut! War super mit euch, vielen Dank, ciao! Juhu! Du dann aus! Ciao, liebe Frösche! Was steht dir? Solltest du öfters rein?